Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 19 Koop Spielerkette zusammen mit dem Jan. Hi. Jawohl, heute haben wir ein wahnsinnig krasses Spiel und zwar spielen wir in der Champions League gegen den FC Barcelona. Es ist unnormal, wir sind gerade so weitergekommen. Was heißt gerade so, die letzten Spiele waren eigentlich ganz gut, aber die Anfangsspiele waren nicht so krass. Und dann haben wir direkt im Achtelfinale Barcelona als Gegner. Wenn wir die besiegen, wäre das absolut krank. Hinspiel ist bei mir in dieser heutigen Folge. Nächste Folge geht dann bei Jan das Spiel gegen Nürnberg und Leverkusen weiter. Die Bundesliga geht da weiter. Und dann gibt es wieder bei mir das Spiel, das Rückspiel gegen Barcelona. Außer unser Trainer nimmt uns vielleicht mal raus, weil wir verletzen oder weil wir eine rote Karte haben. Und ja. Also muss ich schnell noch. Ja, auf jeden Fall rechts oben am i Jans Kanal verlinkt. Auch mal die Playlist rechts oben am i verlinkt. Könnt ihr euch vorbeischauen. Ja, könnt ihr euch vorbeischauen. Macht das. Ja. Könnt ihr euch anschauen. Und einfach mal bei Jan vorbeischauen und die Playlist anschauen. Da verpasst ihr nichts. Und super Sache. Ist alles mega cool. Ja. Wie wir auch schon in der letzten Folge, die bei Jan eben war, getippt haben, haben wir den Spieler des Monats richtig getippt. Denn Marco Reus holt sich den Award. Dreimal hintereinander bin ich es geworden. Jetzt ist es Reus geworden. Leider nicht Jan, dem hätte ich es auch gegönnt. Aber ja, diesmal ist es Reus geworden. Wir müssen jetzt gucken, dass wir im Februar wieder krass mit dabei sind. Und dann vielleicht holt uns wieder einer von uns den Award. Ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Wir haben das Spiel gegen Hoffenheim. Hoffenheim hat den besten Trainer, das wird auch bekannt gegeben. Sind auf Platz 3. Heißt, wir können ordentlich was gut machen, wenn wir jetzt gewinnen. Von daher, lasst die Spiele beginnen. Let's go. So Leute, Jan hat schon eine 78. Ich habe immer nur noch eine 74. Also ich bin zwar aufgestiegen auf eine 74, aber Jan ist direkt auch aufgestiegen auf eine 78. Der Typ ist einfach krass. Ja, ich bin einfach im Training der absolute G. Ah, dann macht er sich wieder warm. Dieser Stöhner sagt alles. Immer du Spieler des Monats, immer du hier in der Einblendung. Nee. Hallo, werd jetzt mal nicht neidisch, ja? Also. Irgendwas kann ja nicht stimmen. Ui. LOL! Das war knapp. Ja, das kann was werden. Ich werd getötet und. Das im Regelwerk. Scheiße. Das ist schlecht, aber ich bin cool. Och nein! Cool! Also, ich möchte mal darauf hinweisen, dass diese Anzeige da oben links richtig ich hab's gut schon gesehen. Ist. Ich weiß nämlich jetzt gar nicht, wie viel stand, aber ich glaube 0-0 Halbzeit. Ja, ich denke auch. 0-0 ist ein schwieriges Spiel. Ja. Yo! Wir liegen zurück. 1-0! Schon wieder! Hey, lagen wir gerade auch zurück? In deiner Folge gar nicht? Ja. Weiß ich nicht. Wir nehmen übrigens alles hintereinander auf. Wir gegen haben Frankfurt. Am Tag. Lagen wir da zurück? Ja, einmal 2-1. Wir haben dann das 2-2 gemacht. Achso, ja, einmal zurück, aber nicht von Anfang an. Nein, nicht. Wir lagen zwischenzeitlich zurück. Das ist ja das Boah, dein Thumbnail ist ja so krass, ey. Ich weiß, das ist immer. Was? Als ob. LOL! Er wollte mich umbringen. Ich bin zwar noch drüber gejumpt, im Gegensatz zu dir, aber. Den Ball habe ich trotzdem verloren. Oh. Boah, Alter, zum zweiten Mal Aluminium und einer schon drin. Was ist mit Hoffenheim los? Das ist ja das Coole. Alter, was ist los? 2-0 Hoffenheim. Gegen Barca und Hoffenheim macht uns platt. Ja, zweites Spiel gegen Barcelona und jetzt kriegen wir erstmal eine Klatsche von Hoffenheim. 2-0 und wir sind in der 84. Minute. Ich hab Bock. Ich glaube, keiner von uns wird diesen Monat Spieler des Tages. Genau, diesen Monat Spieler des Tages. Ja. Genau, Jan. Boah. What the fuck? Alter, hätte ich da grün getroffen, wäre der Schuss, glaube ich, viel besser gekommen und dann wäre er drin gewesen. Schade. Bin gerade ein scheiß Egoist, aber ich will den Spieler des Monats Tages holen, Alter. Wir haben sowieso schon verloren, also wenn, dann machen wir nur noch ein Tor. Und das will ich. Oh! Es wäre. Es ist eher aus. Er hat mich. Wie er sich beschweren wollte. Okay, Leute. Zweites Spiel gegen Barcelona im Achtelfinale. Hinspiel der Champions League. Ja, wir sind heim. Also Auswärtstorregel für Barcelona.
Ja, also das, da wir dürfen auf jeden Fall keine Tore kassieren. Und am besten 1 machen oder so. Also 1-0 wäre ich sowas von glücklich schon mal. Ja. Also auf jeden Fall keins kassieren. Unentschieden 0-0 wäre auch gut. Wir schauen einfach mal rein, was das wird. Und 3 Tage danach haben wir das Spiel gegen Nürnberg. Yay. Wow! Alter, was ist halt mit dir, Alter? Junge! So, Leute, wir haben das Spiel erschneit in Dortmund. Hast und Barcelona. Kamera? Was? Ja, ja, natürlich. Alter. Scheißegal, die blinkt, aber ich nehme trotzdem auf. Hey, Leute, guck mal, bei mir haben wir nicht den lila Ball, weil Champions League. Wir haben viel cooleren Ball. Der sieht sexuell aus. Ja, der ist echt cool. Also, Schnee in Dortmund, das kennen die Spanier nicht. Vielleicht haben wir da einen Vorteil, weil wir haben im Schnee 6-1 Oha, gegen Hannover gewonnen. Oha, krass sieht das aus. Ich habe das vorher noch nie gesehen. Ich habe bisher nur auch im Finale gespielt. Ja, ich auch. Ich tatsächlich auch. Das ist interessant. Oh, guck mal, wer da ist. Ja, oh, mein Gott, der Trainer. Junge, guckt euch mal den Boden an. Wie krass der aussieht. Cool. Sieht total irgendwie gefroren aus. Ja, also moin. Nicht nur hat er gerade geschossen? Aber, hä, der sieht doch ultra so nach Pfefferminz aus, oder? Oh, lass mal schlecken, Alter, so ist geil. Ich esse erstmal am Boden, Alter. Ja, aber der ganz, halt ganz anders als normal so mit Stehen. Wie weiß ich nicht, ob so kaputt, eingefroren. Leute, anders. Wenn ich ein Tor schieße, dann mache ich erstmal einen Jubel, wo ich auf dem Boden liege, okay? Okay. Also dann tun wir so, als würde ich das abschlecken, ja? Ah ja, geil. Tee mit echt aus echten Sachen und nicht mit Teebeutel zu machen. Meiner passt nicht, ne? Und ich habe da zweimal auf Passen gedrückt. Ja, ich habe sogar gefordert, als wäre ich du warst ultra gut gestanden. Ja, ich weiß. Nein. Er hat einfach er passt nicht. Nee, meine Taste ist kaputt. Hallo. Oh! Er passt nicht. Die Taste ist kaputt, ne? Und Spaß. Hä, hey, dass du dich dafür mal freust. Ja. Er passt nicht, guck. Weißt du, so im wichtigsten Spiel. Aber kein... Oh. Ja, jetzt macht er... Er flankt nicht. Können wir bitte auf Pause machen? Ich konnte gerade auch nicht auf Pause drücken. Ist er vielleicht alle oder so, dass fast nichts mehr geht? Ja, das kann auch sein. Warte, ich stecke ihn erstmal zum Laden. Ich habe nicht so das Gefühl, dass es jetzt geht. Aber weißt, er passt immer noch nicht. Ist? Er passt immer noch nicht. Das liegt nicht am Controller. Ich kann kein Dreieck drücken. Hat sich die Steuerung umgestellt oder was ist denn das? Mach mal Seite wählen. Vielleicht hast du auf eine Taste saß, du Spacko. Ja, super, ey. Was ist das denn für ein Scheiß-Game? Ja, wechsel wieder deinen Controller, damit du mit dem Controller spielen kannst. Ja, mach ich auch. Jetzt hab ich jetzt mit dem. Hallo, mein Controller ist kaputt, Mami! Ich hab ja auch gesagt, es würde mich jetzt wundern. Ich hab den ja noch nie fallen gelassen. Aber ich hab auch nichts erstellt, keine Ahnung. LOL, wir hätten schon 3 Tore machen können. LOL! Du warst so gut gestanden, schon ein paar Mal und ich hab den Pass nur nicht spielen können. Alter, und Spaß. Den Pass einfach nicht spielen können, weil meine Taste nicht ging. LOL! Jetzt machen wir wieder auf Clashes, Alter. Clashes, ja. So, jetzt machen wir. Jetzt machen wir hier die Tour. Ja. Nice. Piqué, Alter. Okay, aber in der zweiten Halbzeit rasieren wir jetzt, okay? Wirklich, ich töte Piqué gleich. Ich will ihn einfach verletzen. Warum? Der nervt so. Ja, weil er die ganze Zeit hält. Der hält? Ja. Der hält mein Trikot, der zerreißt es. Ich würde gerne wirklich, dass es zerreißt, das wäre cool. In Pro Evolution Soccer kann man das Trikot ja ausziehen. Ja, das ja. In FIFA geht's. So, der Halbzeit auf jeden Fall 0-0, weil mein Controller nicht mitgespielt hat. Jetzt haben wir den Controller wieder richtig eingestellt. Ich habe den irgendwie verstellt auf eine Taste und da habe ich mir gewundert, warum ich keine Dreieckspässe machen kann und keine solche Lupfpässe quasi, diese hohen Steilpässe. Hätte das funktioniert, wären wahrscheinlich 2 Chancen drin gewesen, beziehungsweise 2 richtig starke Chancen entstanden, die richtig gut und gefährlich geworden wären. Ja, so müssen wir jetzt in der zweiten Halbzeit richtig Gas geben und darauf hoffen, dass wir jetzt... Ja, aber auch keinen Auswärtstor zu bekommen, ist auch schon mal gut. Das ist echt gut, also die erste Halbzeit haben wir schon mal gut überstanden, wenn wir die zweite jetzt auch gut überstehen, ist das schon mal sehr gut. Und wenn wir noch ein Tor dazu machen würden, wäre das richtig krass. Ja. Nein. Diesmal habe ich ein Tor, was wir nicht rausgeholt, ne?
Hast du ihn rausgeholt? Diesmal habe ich ihn rausgeholt. Alter, nein. Boah, der hat aber... Das machen die nicht so häufig. Dass sie aus so einer Distanz lupfen. Was machst du denn, Jan? Ja, ich habe ihn vielleicht auch ein bisschen früh rausgeholt, aber trotzdem... Scheiße. Nicht schlecht. Aber... Oh, Birki, was eine krasse Parade. Scheiße, was ist hier los? Boah, Barcelona ist echt gut. Scheiße. Das ist das 2-0. Zwei Auswärtstore kassiert. Fuck. Keins gemacht. Scheiße. Noch nicht. Wir haben noch eine Chance. Ja, eine also, Chance vielleicht. Und das im Rückspiel sowieso auch. Also, ja, es ist. Keiner hat gesagt, dass es gegen Barcelona leicht wird. Außerdem, wir haben selber gesagt, dass es schwer wird. Und es wird schwer. Es ist schwer. Das wird noch eine Chance für Barcelona, nicht für uns. Alter. Noch ein Tor. Okay, das 3-0. Ist jetzt wird es richtig schwer. 2-0 wäre noch okay over. Gewesen. Aber 3-0 ist... Fuck it, echt. Kann doch nicht sein, was die hier machen. Guck mal. Alter, das ist sieht ja fast so aus, wie wenn wir gegen Hannover spielen. Ah, scheiße, das gibt's nicht. Schiri pfeift doch gleich ab, glaube ich. Ach! Ja, ich wollte nur mal versuchen, weil er musste ja irgendwie. Naja. Das ist jetzt noch keine Chance. Also, erste Halbzeit, der Controller nicht mitgemacht. Sonst wäre da vielleicht wenigstens ein oder zwei Tore wären vielleicht rausgekommen, wenn wir das gut ausgespielt hätten. Ja, und dann zweite Halbzeit haben wir drei kassiert. Gar nicht gut. Scheiße. Naja. Kann man nichts machen. Nächste Folge bei Jan haben wir auf jeden Fall zwei Bundesligaspiele. Und dann geht's in der übernächsten wieder bei mir weiter mit der Champions League gegen Barcelona. Mal gucken, was im Rückspiel passiert. Unbedingt mit einschalten. Lasst Wertung da. Wenn es euch gefallen hat, haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.